Eine Preisverleihung für Wissenschaftler bietet Präsident Erdogan den Anlass, Richtung Israels Ministerpräsident Netanyahu auszuteilen. Und das mit dem denkbar schlimmsten Thema. Die Israelis machen, dass wir uns nach Hitler sehnen. Ist das, was Netanyahu macht, irgendwie weniger schlimm als Hitler? Nein. Außer, dass Hitler nicht so reich war wie Netanyahu. Er ist reicher, denn er bekommt Unterstützung vom Westen. Der Saal applaudiert und Beobachter vor Ort sind überzeugt, dass Erdogan mit seiner Provokation viele Türken bestärkt. Damit greift er geschickt die Stimmung in der türkischen Bevölkerung auf, denn hier steht man fest an der Seite der Palästinenser. Und im März sind wichtige Kommunalwahlen. Hinter verschlossenen Türen soll sich der Taktiker Erdogan aber gemäßigter äußern. Diese Bilder vom Wochenende zeigen anti-israelische Demonstrationen aus Ankara und Istanbul. Erdogan befeuert diese Stimmung offenbar gezielt seit Wochen. Wenn er die Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnet und Israel des Völkermordes bezichtigt. Die Wirkung solcher Provokationen geht weit über die Türkei hinaus. Erin Güvercin setzt sich mit seinem Verein Alhambra-Gesellschaft für einen modernen, liberalen Islam ein und will einen offenen Dialog in Deutschland mit den hier lebenden Muslimen anstoßen. Wie sehr hilft Ihnen Erdogan mit solchen Aussagen, die ja auch hier bei den Muslimen in Deutschland landen? Das hat natürlich verheerende Auswirkungen auf die Debatte, aber es hat halt auch verheerende Auswirkungen vor allem auf die türkeistämmige Community bei uns hier in Deutschland. Gerade in den sozialen Medien kann man seit dem 7. Oktober beobachten, wie antisemitische Haltungen bei jungen Muslimen in muslimischen Communities zunehmen, wo es auch absurde Nazi-Vergleiche gibt. Erdogan befeuert ganz bewusst den Antisemitismus. Wohl auch deswegen widerspricht die israelische Regierung heute laut und deutlich. Wir sind empört über Präsident Erdogans verabscheuungswürdigen, unsinnigen Vergleich zwischen Adolf Hitler und unserem Premierminister. Seine Aussagen verdrehen nicht nur die Realität bis zur Unkenntlichkeit, sie missachten auch das Erbe und die Opfer des Holocaust auf schändliche Weise. Auch gegen Deutschland hat Erdogan übrigens ausgeteilt. Seht, Deutschland zahlt heute noch den Preis für Hitler. Deswegen macht Deutschland nicht mal Piep und steht vor Israel tief gebeugt. Die Reaktion aus Berlin? Keine. Vielleicht will die Bundesregierung Erdogan keine weitere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Für Erin Güvercin die falsche Entscheidung. Es ist halt auch sehr wichtig, dass die Bundesregierung eine klarere Haltung gegenüber Erdogan und seine Einflussnahmeversuche in unsere Gesellschaft, eine klarere Haltung einnehmen dagegen, weil das wird langfristig das gesellschaftliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft beeinträchtigen. Erdogan macht Stimmung gegen Israel, auch bei Menschen in Deutschland. Dass der türkische Präsident von alleine damit wieder aufhört, scheint aktuell unwahrscheinlich.